Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder zu einem Thema, was häufig in der Sprechstunde vorkommt und deshalb in dieser Videoreihe auch entsprechend gewürdigt wird durch dieses Video. Es geht um Darmwürmer. Darmwürmer sind eklig, zugegeben. Aber sie gehören zu unserem Leben dazu und sie können machen, was sie wollen. Sie werden über kurz oder lang bei ihren Kindern oder bei sich selbst immer wieder Darmwürmer erleben. Und wie sie damit umgehen, das lernen sie jetzt. Die Darmwürmer, die wir am häufigsten haben und über die dieses Video erzählen soll, sind sogenannte Madenwürmer. Sie heißen auch Enterobier oder Oxyuren. Diese Würmer sind etwa 1 Zentimeter lang im Erwachsenenzustand, sie sind bleistiftdick, sie sind weißlich und sie kringeln sich so langsam, wie so Regenwürmer. Und diese Madenwürmer können wir entdecken, entweder im Stuhlgang, wenn wir lange genug hingucken, beziehungsweise wenn sie entsprechende Symptome machen, darauf später können wir sie im Bereich des Afters oftmals auch sehen. Was wir nicht sehen können und was das Entscheidende ist, das sind die Eierchen von diesen Würmern. Sie sind mikroskopisch klein und sie sind so leicht, dass sie mit dem Staub aufgewirbelt werden. Diese Eier sind etwa 3 Wochen lang infektiös, wenn es entsprechend passt von der Temperatur und von der Feuchtigkeit her. Und sie befinden sich überall dort, wo Menschen sind. Denn diese Madenwürmer werden ausschließlich von Menschen übertragen. Das ist deshalb wichtig, weil unsere lieben Haustiere oftmals verdächtigt werden, Überträger davon zu sein. Wir bekommen diese Madenwürmer, wenn wir diese Eier schlucken. Sie wandern in den Darm, dort entwickeln sich diese Eier, werden innerhalb von 2 Wochen zu erwachsenen Würmern. Die Weibchen legen die Eier, indem sie aus dem Darm herauswandern, durch den After hindurch und die Haut um den After herum dazu benutzen, die Eierchen dort abzulegen. Und das führt zu einem in der Regel starken Juckreiz. Und das ist der Grund, warum Kinder abends dann plötzlich sich melden, wenn sie normalerweise einschlafen sollten und sagen, mich juckt so am Popo. Oder sie klagen über Aua am Popo. Und wenn man dann nachguckt, ich habe das bei meiner eigenen Tochter eben auch so gesehen, wenn man dann nachguckt, kann man dann oftmals so ein kringelndes Würmchen direkt in der Popo-Gegend beobachten. Und dieses Jucken führt dazu, dass man kratzt. Und entsprechend nehmen die Fingernägel dann diese Eierchen auf. Und wenn wir dann die nicht gereinigte Hand zum Mund führen, wenn wir ein Brot essen zum Beispiel, oder eben einfach nur die Finger abschlecken oder aus Verlegenheit am Finger nagen, dann nehmen wir und die Kinder eben auch die Eierchen wieder auf und dann haben wir diesen Kreis geschlossen. Kinder haben deshalb häufiger diese Würmer, weil bei ihnen dieser Kreis relativ leicht entsteht und schwer zu durchtrennen ist. Wir sollten als Eltern nicht müde werden, unseren Kindern klarzumachen, dass es wichtig ist, zumindest vor jedem Essen und natürlich nach jedem Toilettengang, die Finger, die Hände sauber zu machen. Mit Seife und am besten, vor allem in dieser Wurminfektionszeit, mit einer Bürste, mit einer Handbürste, die Nägelfalze entsprechend zu reinigen. Auf diese Weise durchbrechen wir diesen Teufelskreis. Eine Therapie dieser Würmer ist natürlich möglich mit entsprechenden Mitteln. Die heißen Antelmintika, ziemlich kompliziert, übersetzt Antiwurmmittel. Sie gibt es in Tabletten und in Saftform und es ist günstig, sie so einzunehmen, wie es empfohlen ist. Aber oftmals haben wir eine solche Wurminfektion, ohne dass wir es merken, also auch unsere Kinder und wir selbst. Das heißt, wir haben diese Würmer immer wieder, weil wir uns immer wieder anstecken und es auch gar nicht wirklich verhindern können. Und oftmals schaffen die Würmeier es nicht, vom Popo wieder in den Mund zu kommen, sodass wir etwa 2 bis 3 Wochen einen Würmbefall haben und dann diese Würmer auch wieder verschwinden. Wenn die alt sind, können sie sich nicht mehr festhalten an der Darmwand und wandern dann mit dem Stuhlgang heraus.
Das heißt, es ist also nicht notwendig, ständig irgendein Antiwürmittel zu nehmen, nur weil wir offensichtlich immer wieder diese Würmer haben. Wir brauchen diese Würmer. Das klingt jetzt etwas komisch, aber so ist es nun mal mit uns Menschen. Wir sind Teil der Natur und die Natur hat bestimmte Dinge für uns vorgesehen, die uns zumindest in der heutigen modernen Zeit eben etwas eklig und unangenehm erscheinen. Aber diese Würmer haben einen Sinn. Sie bewirken nämlich, dass unsere Allergiebereitschaft nicht so stark ist. Und tatsächlich haben sich Experten schon Gedanken darüber gemacht, dass man stark allergische Menschen mit Würmern behandelt, um ihre Allergiebereitschaft etwas zu senken. Aber man hat das verworfen, weil man gesagt hat, das kriegt man wohl nicht hin, dass Menschen Würmer schlucken. Warum das so ist, das ist bislang Gegenstand der Forschung. Was ist jetzt die Essenz dieses kleinen Vortrags? Diese Madenwürmer werden übertragen durch das Schlucken, aber auch das Einatmen von Eierchen von diesen Würmern, die nur bei Menschen vorkommen. Diese Eierchen werden über den Staub aufgewirbelt. Und wenn eben ein Mensch Würmer hat, dann befinden sich die Eier dieses Wurms meistens im Bereich des Popos, damit im Bereich der Unterhose, damit im Bereich der Schlafanzughose, im Bereich des Bettes. Und wenn man das Bett macht, wenn man Wäsche macht, dann kommt es zum Aufwirbeln von Staub und damit von diesen Eierchen und damit zum Einatmen und Schlucken von diesem Material. Und damit kommen auch wir Erwachsene immer wieder in Kontakt mit diesen Würmern. Und bei Kindern ist es gleich, da kommt aber noch dazu, dass die Hygiene der Hände und der Finger etwas mangelhaft sind. Und deshalb ist das Thema Madenwurm oder das Thema Darmwurm ein Dauerthema und Sie wissen jetzt, was dahinter steckt. Sie werden die entsprechenden Maßnahmen ergreifen und werden aber vor allem akzeptieren müssen, dass Sie dieses Thema einen Wurmbefall bei Ihrem Kind, aber auch bei sich selbst nicht wirklich stoppen können. Zahnung und Zahnungsbeschwerden. Ein häufiges Thema, welches mich bei Kindern in den ersten 2 Lebensjahren recht häufig in der Sprechstunde beschäftigt. Husten. Und zwar Husten, so wie ich es als Kinderarzt in der täglichen Sprechstunde erfahre. Und jetzt in der kalten Jahreszeit ist der Husten das häufigste Symptom, weshalb wir Kinder in der Sprechstunde vorgestellt werden. Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.